Brauchen ältere Personen im Vergleich zu jüngeren eine andere Ernährung? Es gibt einige Veränderungen im Alter, die einen Einfluss auf die Ernährung haben. Zum einen kommt es bei älteren Personen zu einem Rückgang von fettfreier Körpermasse, also zum Beispiel von Muskelmasse, Knochenmasse und so weiter. Dies führt dazu, dass es zu einem geringeren Ruheenergieumsatz kommt, das heißt, der Energiebedarf sinkt. Und dann kommt es natürlich auch im Alter zu einer Veränderung in der körperlichen Aktivität. Meistens jedenfalls ist es so, dass sich ältere Personen weniger bewegen als jüngere Personen. Auch das führt dazu, dass der Energiebedarf sinkt, aber bei gleichbleibendem Nährstoffbedarf. Das trifft aber nur auf gesunde ältere Personen zu, oder? Ja, genau, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Bei Verschlechterungen des Gesundheitszustandes, wie zum Beispiel bei Erkrankungen oder auch bei größeren Wunden, steigt der Energiebedarf wieder, weil der Körper viel Energie für Reparatur- und Heilungsprozesse benötigt. Und auch wenn ältere Personen bereits Gewicht abgenommen haben, steigt der Energiebedarf, um diese verlorenen Kilos wieder zuzunehmen. Und wie viel Kilokalorien bzw. Energie braucht eine ältere Person? Das ist nicht so einfach zu beantworten und es gibt auch keine pauschale Erklärung, weil es natürlich von sehr vielen Faktoren abhängig ist, vom Geschlecht, vom Alter, auch von der Größe und vom Gewicht und natürlich auch davon, wie viel man sich bewegt. Als Faustregel kann man sich jedoch merken, dass ein älterer, gesunder Mensch ca. 25 bis 35 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht benötigt. Wenn man sich jetzt vorstellt, eine ältere Dame, ca. 75 Jahre alt, 1,65 Meter groß, mit 70 Kilo, dann kann man sehr einfach den Energiebedarf dieser Dame berechnen. 70 Kilo mal 25 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht, das wären 1750 Kilokalorien. Oder eben 70 Kilo mal 35 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht, das wären dann 2450 Kilokalorien. Das heißt, der Energiebedarf dieser Dame würde irgendwo zwischen 1750 und 2450 Kilokalorien pro Tag liegen. Das ist ja wirklich sehr interessant, aber wie sieht das bei Kranken aus? Bei kranken Menschen geht man davon aus, dass der Energiebedarf steigt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, DGEM, empfiehlt für kranke Personen einen Energiebedarf, eine Energieaufnahme von 32 bis 38 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Bei Patienten mit Dekubitus, die gleichzeitig noch ein Risiko für eine Mangelernährung haben, gehen Leitlinien ebenfalls von einem erhöhten Energiebedarf aus von 30 bis 35 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Muss man eigentlich nur auf die Energiezufuhr achten oder gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt? Ein sehr wichtiger Nährstoff im Alter ist das Eiweiß, Protein. Welche Empfehlungen sind hier zu erwähnen? Generell wird für erwachsene Personen eine Eiweißzufuhr von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Bei älteren Menschen geht man jedoch davon aus, dass sie mehr Eiweiß brauchen, insbesondere um ihre Muskelmasse aufrechtzuerhalten. Daher hat auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, ihre Empfehlungen angepasst und empfiehlt jetzt für über 65-jährige Personen eine Eiweißzufuhr von 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Manche Experten halten sogar noch größere Mengen an Eiweiß für sinnvoll bei älteren Menschen. Und die Empfehlungen gehen da bis zu 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei erkrankten Personen, zum Beispiel bei Personen mit Dekubitus, sind die Empfehlungen sogar so, dass sie bis zu 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen und bei sehr schwer erkrankten Personen sogar bis zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. In der Praxis sieht es jedoch so aus, dass ältere Menschen häufig zu wenig Eiweiß aufnehmen. Dies liegt vor allem daran, dass sie manchmal krank sind oder auch gebrechlich sind und gerade dann hätten sie eigentlich einen höheren Bedarf aufgrund der Reparatur- und Heilungsprozesse, die im Körper vor sich gehen. Wichtig jedoch ist, dass die Eiweißzufuhr für jede Person individuell betrachtet wird. Nehmen wir zum Beispiel wieder unsere 75-jährige ältere Dame, die 1,65 Meter groß ist, 70 Kilo wiegt. Da wäre der Eiweißbedarf 70 Kilogramm mal 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, 70 Gramm. Und wenn man 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hernimmt, 84 Gramm. Das heißt, der Eiweißbedarf dieser Dame würde irgendwo zwischen 70 und 84 Gramm pro Tag liegen.
Ja, ich verstehe, aber weißt du, Doris, unter dieser Menge 84 Gramm Protein, da kann ich mir fast nichts darunter vorstellen. Könntest du mir das verdeutlichen? Ja, natürlich. Ich kann es dir gerne in der Küche zeigen. Diese Mengen, die du hier siehst, habe ich nicht zufällig ausgewählt, sondern das ist jeweils eine Eiweißportion. Das heißt, alles, was Sie hier sehen, hat insgesamt 10 Gramm Eiweiß. Das ist zum Beispiel 50 Gramm Schinken, 50 Gramm Schnittkäse, ein großes Ei in der Größe L oder 300 Milliliter Milch, 300 Milliliter Joghurt, 100 Gramm Frischkäse. Und beim pflanzlichen Eiweiß ist es so, dass man ca. 100 Gramm Tofu essen muss, um 10 Gramm Eiweiß aufzunehmen, oder 180 Gramm Hülsenfrüchte. Aber ich finde, das sieht man hier ja wirklich sehr gut, wie viel man davon eigentlich braucht, wenn man das hier wirklich so am Teller präsentiert sieht. Weil im Grunde sind das 3 Blätter Schinken, das kann man sich wunderbar merken, so als Durchschnitt, und 3 Blätter Käse. Also ich finde das eigentlich ganz gut. Natürlich ist auch in anderen pflanzlichen Lebensmitteln Eiweiß enthalten, zum Beispiel in Getreide, Brot, Kartoffeln oder auch Nüssen, Samen und in geringen Mengen auch in Gemüse. Man schätzt, dass man ungefähr bei bedarfsgerechter Ernährung 30 bis 35 Gramm Eiweiß über diese Lebensmittel aufnimmt. Wenn wir jetzt wieder an unsere ältere Dame denken, die 70 Kilogramm wiegt, 1,65 Meter groß ist und einen Eiweißbedarf von 70 bis 84 Gramm hat, dann würde sie 30 bis 35 Gramm Eiweiß schon mit der normalen Ernährung, also durch Brot, Beilagen und so weiter, aufnehmen und müsste dann ungefähr den Rest, also so 4 bis 5 Eiweißportionen, noch über diese Eiweißquellen decken. Wenn wir an einen Tagesablauf denken, dann könnte das zum Beispiel in der Früh zum Marmeladebrot ein Glas Milch sein, dann hätte sie eine Eiweißportion. Am Vormittag könnte sie einen Naturjoghurt essen oder eine kleine Schüssel Pudding, wäre die zweite Eiweißportion. Zum Mittag eventuell ein Stück Fleisch oder Fisch, am Nachmittag ein Käsebrot und am Abend eine Grießmilchspeise, dann hätten wir 5 Eiweißportionen über den Tag verteilt eingebaut. Grundsätzlich sind die tierischen Eiweißquellen vom Körper besser verwertbar als die pflanzlichen. Wenn wir jetzt an ältere Menschen denken, die vielleicht nicht mehr viel Appetit haben, die krank sind und gebrechlich sind, dann ist es in der Praxis so, dass sie häufig weniger Eiweiß aufnehmen, als sie sollten. Da ist es dann gut, wenn man verschiedene Eiweißquellen kombiniert, um die biologische Wertigkeit vom Eiweiß zu erhöhen. Liebe Doris, was meinst du eigentlich mit biologischer Wertigkeit? Ja, die biologische Wertigkeit ist ein Maß dafür, mit welcher Effizienz Nahrungsproteine in körpereigene Proteine umgebaut werden können. Vereinfacht gesagt, wie viel Gramm von 100 Gramm Nahrungsprotein kann der Körper verwerten, um Körpersubstanz aufzubauen. Als Referenzwert dient hier das Eiweiß des Hühnereis. Dieses Eiweiß kann der Körper zu 100% verwerten. Das heißt, Hühnereiweiß hat eine biologische Wertigkeit von 100. Wenn man jetzt verschiedenste Lebensmittel kombiniert, wie zum Beispiel Hühnerei mit Getreideprodukten wie Kartoffeln, dann erreicht man eine biologische Wertigkeit von über 100. Und so gibt es viele Kombinationen, um die biologische Wertigkeit vom Eiweiß zu erhöhen. Zum Beispiel kann man Milchprodukte kombinieren mit Getreide, man kann aber auch Fleisch kombinieren mit Hülsenfrüchten, um einfach die Aufnahme des Eiweißes zu fördern. Umfasst eigentlich der Begriff Mangelernährung nur eine zu niedrige Energie- und Proteinzufuhr oder gibt es noch andere Formen der Mangelernährung? Naja, wenn man über Mangelernährung spricht, dann muss man auch die Dehydration erwähnen. Dehydration ist gerade bei älteren Menschen recht häufig und wir wissen aus internationalen Studien, dass ungefähr 70% der Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner und bis zu 40% der Patientinnen und Patienten im Krankenhaus eine Dehydration haben. Da sieht man schon, dass das ein sehr weitreichendes Problem ist. Was sind die Ursachen? Die Ursachen sind wie schon bei der Mangelernährung multifaktoriell. Das heißt, wir haben physiologische Altersveränderungen, wie zum Beispiel ein vermindertes Durstempfinden, das dazu führt, dass im Alter weniger getrunken wird. Zusätzlich ist auch noch häufig die Angst vor Inkontinenz vorhanden. Ältere Menschen wollen in der Nacht nicht gerne aufstehen, um die Toilette aufzusuchen und trinken dann automatisch schon nachmittags und abends weniger oder gar nichts mehr. Und dann kommen auch noch Symptome dazu, wie zum Beispiel Schluckstörungen, die das Trinken erschweren. Da hat man dann Angst vorm Trinken und trinkt automatisch weniger.
Jetzt stellt sich bei mir die Frage, wie viel Flüssigkeit ein Mensch eigentlich pro Tag braucht, besonders in Bezug auf ältere Personen. Hier gibt es wieder eine sehr einfache Faustregel, die man sich leicht merken kann. Ein Mensch benötigt ungefähr 30 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht. Das wären jetzt, wenn wir wieder an unsere ältere Dame denken, die 70 Kilogramm wiegt, etwas mehr als 2 Liter, 2100 Milliliter. Ältere Personen, die trinken ja meistens sehr wenig. Gibt es da eine gute Möglichkeit, wie man sie animieren kann, mehr zu trinken? Ja, es gibt einige Studien, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und zum Beispiel hat eine Studie herausgefunden, dass 80% der Betroffenen mehr trinken, wenn man sie regelmäßig ans Trinken erinnert. Und die Trinkmenge steigt noch mehr, wenn sich die Betroffenen die Getränke selbst aussuchen dürfen. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass man auf farbige Getränke oder farbige Behältnisse zurückgreift. Das ist vor allem bei Personen mit Demenz eine gute Möglichkeit, die Trinkmenge zu erhöhen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Ja, es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, die Trinkmenge zu steigern. Zum Beispiel, wenn man sich im Krankenhaussetting befindet, kann man Getränke auf dem Nachtkästchen der Patientinnen und Patienten platzieren, einfach um Getränke immer in Sichtweite zu haben. Oder auch auf dem Gang zum Beispiel Tee auszuschenken, um die Personen immer daran zu erinnern, etwas zu trinken. Auch farbige Gefäße oder farbige Getränke eignen sich recht gut, um die Trinkmenge zu erhöhen. Dies ist vor allem bei Personen mit Demenz eine gute Möglichkeit. Wenn jetzt eine Person eine Dehydration hat, mit welchen Folgen ist eigentlich zu rechnen? Das hängt natürlich davon ab, wie schwerwiegend die Dehydration ist. Anfänglich hat man Beschwerden wie Mundtrockenheit oder eine verminderte Speichelsekretion, auch eine verminderte Harnproduktion. Wenn die Dehydration ausgeprägter ist, können Schluckbeschwerden auftreten, auch ein erhöhter Herzschlag und dann im Endeffekt kognitive Beeinträchtigungen wie Verwirrtheit und Vergesslichkeit. Und dadurch trinkt dann eine Person noch weniger? Genau.